Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von 7 Billion Human. Der Anders hat mir uns geschrieben, dass ich eventuell mal meine Begrüßung ein bisschen anpassen soll, ein bisschen speziell machen, dass man mich erkennt. Deswegen wundert euch nicht bei der. Ich guck mal, dass ich bis zur nächsten Folge was hinbekomme. So, wir waren stehen geblieben bei wichtige E-Mail-Organisation oder Organisierung. Bei diesem völligen hirnverbrannten Durcheinander. Wir überspringen das Ganze mal, das hatten wir ja schon gelesen. Ja, komm, hau rein. So, was hatte ich denn hier aufgeschrieben? Da hatte ich was, hier hatte ich auch was. Ich glaube, das kann aber wieder weg. So, was hatte ich jetzt hier eigentlich aufgeschrieben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Alle rennen zu den Schredder. Also, Schredder wird gespeichert. Der Datenwürfel hier oben wird gespeichert. So, dann wird runtergelaufen und dann wird. Ich lasse das einfach mal durchlaufen. Wir schauen mal, was passiert. Gehen mal hier auf den hier, auf den Kandidaten. Machen wir hier ein bisschen langsamer. Zwei Schredder hat er gespeichert, jetzt nimmt er die 15 und die hat er jetzt kontrolliert. Genau, er hat kontrolliert, die kommt jetzt rein. Step, dann. Ah, okay, alles klar. Ich überlege gerade, warte mal. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das Step eventuell hier oben hin mache. Nee. So. So sollte das, glaube ich, besser sein. Dass der erst hier oben hingeht und von dort aus sich dann den nächsten Würfel sucht. Das könnte man übrigens auch einbauen. Das könnten wir uns auch noch einbauen. Step 4 war ja der Würfel, ne? Warte, ich guck mal ganz kurz. Step 4 near, nächster Datenwürfel, genau. Dann gehen wir Step, machen wir Step 4. Und hier machen wir ein Nearest 4 Nearest Datenwürfel rein. Dass da halt immer zu den nächsten Datenwürfeln läuft. Weil wenn jetzt beispielsweise hier schon der Kreis leer ist und der läuft immer wieder hier hin, dann muss er erst von da erst zu den nächsten hinlatschen. Das kann ja ewig dauern, wenn er dann erst hier oben rumläuft. Deswegen speichern wir uns immer den nächsten ab und dann schauen wir, was passiert. So. Wählen mal wieder den hier aus und wir schauen mal, was passiert. So, er geht mal los. Oh, die 6. Der sollte er jetzt in die 0 bringen. Ah, ne, die 20, alles klar. 20 ist nichts für ihn. Was? Was? Oh, scheiße, ich habe Stopp gedrückt. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Okay, wir lassen mal ein bisschen düsen hier. Hä? Datenwürfel ist nicht da. Lass mich überlegen, warte mal. Also hier guckt er erstmal nach, ist ein Datenwürfel. Also er geht dann irgendwo hin, guckt, ist ein Datenwürfel da. Wenn ja, ist ja egal, aber der macht es, wenn er jetzt keinen unter sich hat. Else, dann sollte er eigentlich Step 4 machen. Also zu 4 gehen. Weil da, ne, was abgespeichert ist. Von da aus geht er aber dann weiter zu. Dem Spektakel hier. Das sollte er nicht machen. Das sollte er nicht machen. Der soll nicht hier zu Step 4 gehen. Sondern er soll dann. Wir nehmen mal hier einen Jumper für rein. Wer else, wenn es nicht passiert, sollte er das Ganze hier nochmal wiederholen. Und dann schauen wir nochmal nach. Jetzt sollte er auf jeden Fall nie mehr hier reinlatschen. Genau, jetzt guckt er sich halt die Würfel an, genau.
Das dauert jetzt halt nur eine halbe Ewigkeit. Da könnte man jetzt noch einbauen, damit das Ganze schneller läuft, irgendwie, dass er hier entlang laufen soll, dann die Reihe runter, dann hier entlang laufen soll oder irgendwie sowas in der Art. 19 kommt bei der 1 rein, ja. An sich scheint das Ganze zu funktionieren. Okay. Gut. Läuft. Läuft zur halb rein. Hier schreibe ich jetzt mal ein 0 plus 1. So. Für 0 und 1. Hier runter machen wir jetzt weitere Schildchen erstmal rein. Für 2 plus 3. Ja, eine hässliche 3. eine 4 und eine 5. 4, 5. Genau. Zwei Stück fehlen jetzt noch. Eine 6 plus eine 7. So. Und eine 8. Uiuiuiui. Plus eine. So, 9. Gut. Ich würde mal am liebsten das hier komplett kopieren, einfach hier die Werte ändern. Aber bei denen müssen wir halt noch ein bisschen was anderes einfügen. Und zwar müssen wir da noch einfügen. Das könnten wir aber hier mit rein machen. Zeige ich gleich. Vorher möchte ich aber noch was machen. Das wurde angesprochen, also das wurde gesagt. Was man noch ändern könnte. Und zwar, dass wir die Figuren alle erstmal aufteilen. Aber wenn wir jetzt runterschicken, das mal eben alle runterschicken. Dann kommt ja so an. Bis auf D hier, die stand ja bei der 1, die geht schon rüber. Ne, hier der Step 1 halt. Weil das wir erstmal alle so hinschicken, dass jeder halt seinen, ich sag mal, seinen Part bekommt. Deswegen wird hier gleich ein bisschen was rausgenommen. Und zwar wird das wahrscheinlich ab hier erst losgehen. Weil ich das hier gleich ändern werde. Fast komplett. Ich mache jetzt einfach mal grob hier erstmal ein Schild rein. Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Step Meme 1, das kann eigentlich bleiben. So. Ich weiß nicht, ob ich das gebrauchen kann noch. Deswegen lasse ich das mal gerade da. Ich baue mir das gleich neu auf komplett und dann sehen wir mal. So, also hier speichern sie sich den nächsten Shredder ab. Das ist ja hier unten dann verteilt. Das brauchen wir erstmal kurz, um nur runterzulaufen. Dann wird 4 vorher noch abgespeichert. Das sind die Daten für die oben. Dann kommt Meme 3. Wenn sie unten sind, wird dann Meme 3 abgespeichert. Das sind die Daten für hier unten. Warum auch immer wir die abspeichern. I don't know. Egal. So, dann machen wir erstmal eine Datei rein. Ist dort ein Arbeiter? Wenn ja, steppe nach da. So. Wenn ja, machen wir halt noch eben Jump rein. Gut, und dann. Wenn nein, geht es dann halt weiter, ja. Wenn nein, machen wir jetzt mal ein Ende rein. Dann schauen wir mal, wo die gerade alle stehen. Okay, das war jetzt nicht geplant. Alles klar. Ach, was mal. Wow, ich bin auch in der Intelligenzbeste. Es steht da einer, so. Mein Gott. Ganz sicher? Nein. ich kann irgendwie blöd oder sowas oder habe ich irgendwas vergessen oder so? Ja, die kommen nicht alle gleichzeitig an, das ist korrekt.
Das ist absolut korrekt. Ich gerade irgendwie kaputt oder so im Kopf? Ich weiß auch nicht. Warte, dann. Warte. Ah, ja. Alles klar. Ich habe gerade nochmal das hier durchgeguckt. Ist Mim 3, also hier, die Person war das ja, ist Mim 3. Das ist ja der unten gespeicherte Klotz. Ist das die 1. Dann können wir direkt weiter latschen. Und zwar hier hin. So, machen wir jetzt einfach so weiter. Ist Mim 3 gleich 2? Das wäre für diese Person. Dann geht diese Person, die speichert sich die 2 ab, ja. Aber da dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht verwechseln, das dürfen wir nicht verwechseln. Die speichert sich dann. Genau. Machen wir, warte, wir ziehen jetzt erstmal hier den Jump runter. Die kommt ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. So. Tada! Das machen wir mal eben für alle. Weil, wenn wir so eine Endlos-Datei haben, dann scrollen wir uns einen Arsch weg. So, also. Ist Mim 3, was heißt, wo steht die? Auf der 3. Ist Mim 3 gleich 3. Dann geht's weiter runter. Ich kann hier leider auch nicht schneller. Boah, dann das Mausrad, weil das ist ja noch kuppeliger. Eieiei. So, wieder nach oben. Nächste IF-Datei. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir so doof vor, wenn ich so zigtausend IF-Dateien reinmache. Aber dem ist es halt so. So, der nächste steht auf der 5. Wir lassen die alle noch weiter rüberlaufen und dann neu abspeichern. Also ich will erstmal nur. Nicht IF, Jump. So. Erstmal, dass die überhaupt da irgendwo rumstehen. Der bei der 5 stand, beispielsweise die 6 und die 7. Die Person nimmt 2, 3, die Person nimmt 4, 5, die Person, die bei 5 stand, nimmt 6, 7 und die, die bei der 6 stand, nimmt 8 und 9. Yay! So, dann schauen wir mal. So, das sind 3 und einmal, das war jetzt die 6, ne? Genau, die 6, ups, 7. So, wieder eine Jump-Datei. Ach ja. So. Das wird eine lange Datei. Schön. So, dann fangen wir mal an. Dann machen wir weiter mit der Nummer 2 und 3. So, wie habe ich das hier weitergeschrieben? Irgendwie so systemtechnisch? Nö, direkt mit den Steps, okay. Direkt mit den Steps. Wurde das hier anders noch abgespeichert? Nö. Nö, okay, gut. Ich guck mal, vielleicht verwirre ich mich später selber. Das werden wir gleich sehen. So, einmal ein Step nach da. Dann wird halt abgespeichert, genau. Naja, das ist ja hier. Dann speichern wir den Shredder ab. Dann Step zu Meme 4. Meme 4 war ja der nächste Datenwürfel oben, genau. Da geht das Ganze dann los. Okay, gut. Step dahin, dann wird abgespeichert Termin 2, nächster Shredder. Soweit so gut. dann kommt der Step zum 4 und der das Speichern von Meme 4 als Datenwürfel, richtig? Richtig. Dann kommt die Step da. Ich würde das ja am liebsten kopieren. Einfach nur einfügen. Ach, egal, komm, ich schreibe das jetzt einfach und dann ist Arsch lecken. So. Wie viele IF-Dateien brauche ich nochmal? Eins, zwei, insgesamt drei Stück. Bei der einen, die eine war. Okay, also. Drei IF-Dateien. Eins, zwei und drei. Irgendwas schon mal dazwischen? Nö. Ist halt nur hier nochmal die Step. Angabe in jegliche Richtung. Ich sehe schon, komm, die heben irgendwann diese Würfel hier auf.
Eventuell bauen wir hier nur sowas ein, wenn freies Feld. Oder wenn. Wenn freies Feld. Egal. Lassen wir einfach so. So, hier habe ich direkt mit Datenwürfel begonnen, ne? Genau. Ist dort ein Datenwürfel. Das habe ich bei 9 gemacht. Bei 9 habe ich Jump by Step zu Step 4 gemacht. Jump zu Step 4. Ah, ne, doch, 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 doch. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, wenn ja, dann. Ich muss gerade einfach oben gucken, weil ich gerade zu faul bin. So, aufpicken und jetzt wird geguckt, ist das Ding. Aber wir jetzt ja bei 20 bis 39 sind, müssen wir jetzt eingeben, ist das Ding. Größer gleich 20. Und ist mein Ding kleiner als 40. Ich mache das einfach mit ganzen Zahlen, weil ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Außer bei der letzten. Hier müssen wir. Da können wir Ende offen lassen, das ist ja egal. So, jetzt wird das Ganze gecheckt. Aber, ach nee, ich muss. Warte, 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 warte. Größer gleich 20. Ah, ja, okay. Größer gleich 40 und kleiner als 20. Dann wird er gedroppt. Was war, wenn nicht? Wenn nicht, dann. Dann geht's ja weiter, genau. Aber wir müssen halt noch die Jump-Datei einbauen, bis hier vorne nur. Dass dann einfach nur rumgelaufen wird und dann ein neuer Datenwürfel gesucht wird. Weil wenn wir hier mit Uwe auch zu Step 4 gehen würden, dann würde es, glaube ich, gar keinen Sinn machen. Dann könnte es sein, dass die Person immer in die gleiche Richtung läuft. Ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es passt, könnte halt passieren. So, jetzt müssen wir halt gucken, ist der Datenwürfel. Wir haben ja noch nicht gedroppt, genau. Die haben wir noch nicht gedroppt. So, war ich Ding? Genau da. Mein Ding ist das. Eben kurz überlegen. 20 bis 29 und 30 bis 39 war ja richtig. Ist das Ding größer gleich 30? So. Dann, Gift to. Jetzt müssen wir gerade überlegen. Größer als 30 ist dann halt die Vieh. Oh. Fuck. Scheiße, ich habe gerade mit falschen Zahlen genommen. Scheiße, wir haben doch nur. Ach, Mann, Gott. Ja? Nee. Boah, ich verwirre mich gerade selbst. Nee. Größer 30, nicht größer 40 hatte ich gerade im Kopf. Größer 30 ist also bis 39, das wäre die 3. Das ist also der zweite. Das müsste Meme 2, also Meme 2 sein. Meme 1 wird ja hier, genau. Meme 2 ist das dann. So, Meme 2. Wenn nicht, give to Meme 1. So. Hatten wir dahinter jetzt noch was? Nur den Jump-Befehl, ne? Genau. So, wo haben wir hier? Da, das Ende. Jump-Befehl kommt wieder ganz nach oben. Ups, nicht ganz so weit nach oben. Bis da. Was ist. Ne, bis da war das, ne? Kurz überlegen. Genau, das war der. Ja, irgendwie so. Ah, man kann die so mit. Ah, genau. So. Bisschen besser. Okay, dann passt das eigentlich.
Nee, warte mal. Ja, vor Step 4. Ja, ist doch. Hab ich gerade einen falschen Blickwinkel oder sowas? Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich den Fehler erkannt, weißt du. Ich verwirr mich hier schon komplett selber. So, okay, wir haben das jetzt auch gelöst. Wir schauen mal ganz kurz, ob das Ganze funktioniert. So, mal gucken. Ich mache mal eben ein bisschen langsamer, dass wir das alles ein bisschen kontrolliert angehen. Und die beiden laufen los. Jetzt wird erstmal gecheckt. 63 wird hochgehoben. Bei welchem Schritt ist sie? Warte, ich hab da glaube ich. Habe ich da jetzt einen Fehler eingebaut? Ist das Ding kleiner als 20 oder größer? Troppen. Wieso ist sie jetzt da? Oh, ich will gerne hier irgendwie zurückspulen oder sowas. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Dann machen wir hier komplett langsam. So, wir schauen mal ganz kurz nach. Die laufen mal eben los. Zack, zack. Springt da runter zu Step zur Seite. Speichert das Ganze ab. Geht dann hoch. So, 19. 19 sollte sie jetzt eigentlich nicht aufpicken. Beziehungsweise aufpicken schon, aber hier wieder droppen lassen. Wir gucken mal ganz kurz. Step hin. Oh, was hat es jetzt da für einen Datenwürfel? Jetzt sehe ich den gar nicht. Der hat 66. Der soll jetzt eigentlich fallen. Oder die Person lässt fallen. Sie hat 10. 10 sollte sie eigentlich auch. Jetzt kontrolliert sie. Kleiner als 20 ist eigentlich korrekt. Also droppen und eigentlich den Jump verwenden. Habe ich dann Fehler eingebaut? Ah. Ja, wenn man nicht auf alles achtet. Ja. So, nochmal testen. So, die geht jetzt hoch. 73. Sie nimmt die 14 auf. Sie nimmt die 66. Jetzt sollte es wieder passieren. Also jetzt sollte es passieren, droppen. Also sie sollte das jetzt aufnehmen. Pick up. Jetzt wird gecheckt. Das Ding ist zwar nicht unter 20, aber es ist über 40. Also droppen. Sie hier müsste das Ding jetzt hier zu 1 bringen. Schauen wir ganz kurz nach. Sie geht jetzt zu 44. Pickt das Ding auf. 14 ist weggeworfen. Wird auch wieder gedroppt, weil es zu groß ist. Und es geht wieder weiter. Nächste Runde. 59, auch nicht. Auch nichts für sie. Also Steps weiter, die 41. Oh, 41. Ne, auch nicht. Machen wir mal hier ein bisschen. Komm, machen wir hier. Na komm, Standardgeschwindigkeit. So. Nein, 64 ist auch zu groß. 38, die passt. Müsst ihr aufpicken. Weiter. Und jetzt müsste sie den Würfel bei der 3 abliefern. Perfekt. Passt. Ja, so könnten wir die jetzt aufräumen lassen, aber die anderen sollen ja auch was zu tun kriegen. Deswegen gehen wir jetzt zu dieser hier. Meine liebste Emotion ist Zerstreutheit. Schön, finde ich gut. Ich bin immer verwirrt. So. So, hier machen wir erstmal einen Step. Jetzt müssen wir erstmal gucken, weil sie war der schon bei der 3 steht. Wir machen einmal mit ihr einen Step in die Richtung. Dort wird dann der nächste Schredder als 1 abgespeichert. Also 1 ist jetzt die 4. Dann macht sie noch einen Step weiter. Und speichert den nächsten ab. Der wird jetzt neben 2 sein. So, jetzt hab... ja, ist alles gut, alles gut. Ich will da nichts neu schreiben. Sieht gerade so schön aus.
Wir haben ja gerade keinen Kunstunterricht, wir haben ja jetzt gerade Programmierunterricht. Oder so halbwegs. So. Menschen hin und her schicken. So, jetzt sind wir hier, haben diesen Part hier gemacht. So, Step zu 4. So. So, Step einmal zu. Nicht zur Richtung, zu ihm 4. Dort wird dann auch der nächste als ihm 4 abgespeichert. Ich sehe gerade, es regnet draußen. Ich hoffe, das hört man nicht. Wäre nicht so schön. So, Step hoch, abspeichern. Dann wird. Einmal in irgendwelche Richtungen gegangen. Jetzt kommen die drei If-Dateien. Einmal, zweimal und dreimal. So, sie hat jetzt die 40 bis 59. Dann machen wir gleich mal hier 40 bis 59. Also können wir bitte wieder größer gleich 50 nehmen. Jetzt geht's aber draußen los hier, ey. Heilige Scheiße. So, größer als. Größe gleich 50. So, wenn das Ding kleiner ist, gib es zu Meme 1. Wenn es größer ist, zu Meme 2. Hätten wir das schon mal fertig. Hier wird wieder geguckt. Ist unter mir ein Datenwürfel? Also hier kommt noch ein Jump rein. Der kommt einmal bis. Da war das, ne? Da war das, genau. Einmal da, dann gibt es einmal ein. Hier kommt schon mal der Drop rein mit dem Jump-Befehl. Der Jump-Befehl kommt nur dahin und hier unten gibt es einen Jump-Befehl. So. Der geht nach da oben. So, ist mein Ding, auch wenn das immer wieder wunderschön klingt, ist mein Ding kleiner gleich. Kleiner gleich war das, glaube ich, ne? Kannst du mal gucken? Ne, kleiner, okay. Kleiner oder größer gleich. Machen wir schon mal eine. Sind bei 59, aber 60. Ja, ein bisschen weit. Und hier machen wir eine. Nicht zwei, warte, warte, ich will mal kurz gucken. Kleiner 20. Ich überlege gerade. Stimmt, alles. Ja, genau. Ja, na komm. So, kleiner 40. So, perfekt. Irgendwas vergessen hier. Schau mal oben nochmal nach. Give to, hier ein Jump, dann Drop. Den nach da, den da oben hin. Ne? Das war ja der. Das war der. Dann hätten wir das Ganze auch. Ne, da fehlt der Pickup noch. Hehe, ganz vergessen, der Pickup fehlt noch. Aber jetzt scheint es eigentlich korrekt zu sein. So, die erste Folge haben wir mittlerweile rum. Boah, das wird lange. Das wird lange hier, das Projekt. Sag ja, das macht Spaß. Super. So. Dann geht's weiter mit 6 plus 7. Ich glaube, ich mache mal eben hier den Cut kurz rein. Um Momento.